Ja, begrüße heute wieder mal im Live-Studio Sie recht herzlich, meine Damen und Herren. Vor kurzem hat der Bundesverfassungsgericht ein historisches Urteil gesprochen, nämlich Klimaschutz ist ein Grundrecht. Ja? Freiheit bedeutet, die zukünftigen Generationen nicht zu schädigen. Ich denke, da hat es viele Diskussionen im Vorfeld gegeben und wir wollen uns heute mit diesem Thema, was hier aktueller denn nie ist, auseinandersetzen. Und dafür begrüße ich ganz recht herzlich heute meine Gäste. Zum einen die Frau Dr. Alexa Zierl. Darf ich sagen, Frau Dr. Zierl, Klimaaktivistin, Stadträtin im Ausschuss unter anderem für Umwelt und Verkehr, als auch den Herrn Tobias Ketzel, Student der Politikwissenschaft und Vorstandsmitglied Evangelische Jugend in Bayern. Ich glaube auch Kreisjugendring im Fürstenfeldbruck bist du tätig, ja. Ja, wie gesagt, es werden nicht nur zukünftige Generationen geschädigt, sondern bereits jetzt gibt es Naturkatastrophen, die unter anderem auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Rheinland-Pfalz, die Gemeinde Schuld in Nordrhein-Westfalen, Erfstadt in Belgien, in Luxemburg, in Niederlanden, aber auch in Österreich. Das heißt also, haben wir vielleicht zu lange gewartet? Was bedeutet das konkret jetzt für den Klimaschutz, Alexa? Was würdest du jetzt dazu antworten? Wir haben definitiv zu lange gewartet, weil das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren bekannt. Und durch das wenig Tun ist es so weit gekommen, dass es jetzt schon im Prinzip der Klimawandel stärkere Folgen zeigt als vorhergesagt. Also die Folgen, die man jetzt so sieht, wurden eigentlich für in ein paar Jahren frühestens vorhergesagt. Und jetzt haben wir es halt schon direkt, sowohl die Dürreperioden aus dem letzten Jahr oder jetzt aktuell die 50 Grad an der amerikanischen Westküste und dann bei uns die Starkregenereignisse, die alles wirklich einfach zerstören, die zerstörerische Kraft des Wassers. Es ist jetzt wirklich die Frage, ob, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt urteilen würde, ob es dann sein Urteil noch weiter verschärfen würde. Weil was das Bundesverfassungsgericht hat ja eine, soll ich das kurz mal Sehr gerne, erklären? ja. Also die Ausgangspunkt waren ja mehrere Klimaklagen, die sich im Kern dagegen gerichtet haben, sagt, die Bundesregierung tut zu wenig und das Klimaschutzgesetz, was sie erlassen haben, ist das Papier quasi nicht wert, wird der Situation nicht gerecht. Wohlgemerkt noch ohne 50 Grad in Amerika und Sturzfluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und die wollten also die Bundesregierung zum Jagen tragen. Und das waren einerseits Naturschutzverbände und andererseits auch wirklich junge Leute, die gesagt haben, es geht um unsere Lebensgrundlagen, ganz konkret. Und das Bundesverfassungsgericht hat da sehr lange dran gearbeitet und hat dann einen Kernpunkt aufgegriffen, einen wissenschaftlichen Fakt. Das heißt, das sogenannte CO2-Budget, dass man einfach gesagt hat, die Welt hat ja 2016 in Paris beschlossen, sie will eigentlich, dass die Erderwärmung auf ja, in Richtung 1,5 Grad begrenzen, aber auf jeden Fall auf unter 2. Und dann kann man dann ausrechnen, wie viel CO2 man noch quasi in die Atmosphäre pusten kann, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darunter zu bleiben. Und dieses CO2-Budget hat dann auch das Bundesverfassungsgericht genommen und das teilt man dann im Prinzip einfach pro Kopf auf der Welt auf und stellt dann fest, aha, wenn man sich dann die Maßnahmen der Bundesregierung anschaut, dann wäre im Prinzip das deutsche CO2-Budget 2030 weg. Das heißt, die jetzigen Generationen brauchen alles auf und ab 2030 geht dann gar nichts mehr. Und daraus hat es den Schluss gezogen, dass man durchaus jetzt schon schärfere Maßnahmen als Gesetzgeber machen darf. Also man könnte tatsächlich den Leuten verbieten, ein SUV zu fahren, weil man schränkt dann die Freiheit jetzt ein, weil nicht mehr jeder alles fahren darf, was man will. Weil wenn man das nicht macht, dann würde die Freiheit derjenigen ab 2030 komplett eingeschränkt werden, dass die eigentlich dann nur noch Selbstkasteiung machen können. Ja. Und das war die Grundaussage des Verfassungsgerichts. Eigentlich nur, man muss bei der Freiheit jetzt gegenrechnen, die Freiheit zukünftiger Generationen. Es hat aber nicht gesagt, ihr müsst bis 2030 das und das und das machen. Und es hat auch nicht festgesetzt, zum Beispiel, wann Deutschland klimaneutral sein muss. Und da wäre jetzt die spannende Frage, wenn das Urteil jetzt urteilen würde, ob dann nicht eigentlich das Bundesverfassungsgericht sagen müsste, Leute, ich kassiere eure komischen klimaneutral 2045, geht nicht. Ihr seht doch, was da passieren kann. Ihr müsst wirklich
sofort handeln. Aber es hat es natürlich nicht gemacht. Ja, danke, Alexa. Tobias, du gehörst eigentlich zu der Generation, die Alexa jetzt gerade angesprochen hast, auf der einen Seite, also die das betreffen würde, und auf der anderen Seite bist du auch und studierst du Politikwissenschaft. Das heißt also, du willst ja auch irgendwo mal in einen Hebel für möglicherweise bewegen, schon allein auch durch deine Aktionen, Aktivitäten, in denen du überall tätig bist. Was sagst du jetzt zu dem Thema, was Alexa jetzt ausführlich besprochen hat, aus der Sicht der jungen Leute und aus der Sicht der nächsten Generationen, die möglicherweise auch einmal am Hebel sitzen? Ja, es ist definitiv der notwendige Weckruf in der Form, also dass man sagt, naja, so kann es nicht weitergehen, dass man natürlich irgendwie einen Kompromiss zwischen allen Generationen finden muss, ist einfach der Fall. Wir können jetzt nicht einfach jetzt alles zusammenreißen und sagen, okay, ab jetzt ist alles vorbei, aber auf jeden Fall können wir auch nicht so weitermachen wie bisher, und deswegen, ich glaube, es ist gut, und es ist auch ein Urteil, was quasi mehr wieder die Generation, die auch in den vergangenen 1,5 Jahren eher ruhig und wenig beachtet worden ist, wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt hat und auch da wirklich dafür gesorgt hat, dass wir eine langfristige Perspektive auf diesem Planeten haben. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich kann bis 2030 planen, dann würde ich jetzt nicht weiter studieren eigentlich. Dann müsste ich eigentlich jetzt mein Leben nehmen. Deswegen, ja, es ist. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, Tobias. Gleichwohl ich dich auch einmal aus der Perspektive der kirchlichen Perspektive fragen würde, wie du bist ja nun in der evangelischen Kirche und Jugendvorstand. Wie steht ihr denn jetzt aus der Perspektive der Kirche dazu? Was ich weiß jetzt vom Papst Johannes, dass also hier sehr viel in Richtung Gemeinwohl gedacht wird. Das ist mir bekannt als Gemeinwohlökonom. Aber jetzt diese spezielle Klimathematik, wie wird die denn bei euch behandelt? Auf jeden Fall sehr intensiv. Also wir setzen uns regelmäßig auf unseren Vollversammlungen, auf unseren Grundkursen und Veranstaltungen generell damit auseinander. Wir nehmen auch aktiv die Verantwortung wahr, haben uns zum Beispiel dafür entschieden, dass es nur klimafreundliche Ernährung oder Lebensmittel gibt auf unseren Freizeiten und Maßnahmen. Und die Kirche generell hat auch quasi für sich entschieden, nee, es kann nicht sein, dass wir quasi auch mit den Geldern, die uns anvertraut werden, in irgendwelche anderen Sachen investiert werden, sondern dass die wirklich auch in nachhaltige Investments reinfließen mittlerweile. Und die evangelische Kirche, da hatten wir auch witzigerweise mal ein Gespräch mit C21, ist eine der Institutionen, die schon sehr früh dieses Umwelt- und Klimamanagement in den Blick genommen hat. Wir haben dieses Programm der Grüne Gockel, das nicht darauf abzielt, dass man irgendwelche Ziele hat, sondern dass man wirklich darauf sagt, man hat ein Managementsystem, was darauf abzielt, dass man fair und nachhaltig als Kirchengemeinde auftreten kann. Und das ist auch in einigen Kirchengemeinden und Dekanatsbezirken bei uns verankert. Also sowohl die Jugend als auch die Gesamtkirche hat das auf dem Schirm und setzt sich damit sehr intensiv auseinander. Finde ich ganz fantastisch insofern, weil die Kirche wie die Politik hat Vorbildwirkung, ja. Und ich halte es für absolut notwendig, dass wir als Vorbild letztendlich vorangehen, ob das jetzt die Kirche oder die Politik ist. Deswegen gleich die Frage nochmal an die Alexa. Du bist ja nun aktive Stadträtin und eben in der Politik aktiv tätig. Was meinst du, welche Auswirkungen hat das auf der einen Seite eben dieses historische Urteil, aber auf der anderen Seite jetzt auch dieses leidvolle, sage ich mal, Unglück, was jetzt vielen innerhalb unserer europäischen Gemeinschaft passiert ist, aber auch natürlich außerhalb, welche Auswirkungen hat das auf die Politik? Unsere Gesellschaft und auch passend die Politik ist ein Tanker. Ist ein dicker, fetter Tanker. Und was man dann weiß, um einen Tanker umzusteuern, das braucht einfach Zeit. Und insofern, und es braucht einfach Geduld. Und die insofern, da ziehe ich dann meinen Optimismus raus, dass man sagt, nur weil jetzt im Prinzip ein Söder bei CNH das nicht gleich kippt, sondern nur irgendwo eine homöopathische erste Wendung macht, verzweifle ich nicht, weil es könnte sein, dass es einfach das Zeichen ist, dass der Tanker sich dreht und dann ist es halt heute die kleine Aufweichung und in einem Jahr ist CNH dann weg. Was ich mir gewünscht hätte von einem Söder wäre, was er in Bayern tatsächlich machen kann, ist, es gibt ja dieses Bayerische Klimaschutzgesetz, was jetzt auch nochmal überarbeitet wird, was ganz konkret drinstehen hat, dass der
die Verwaltungseinheiten des Freistaats, was in der alten Version bis 2030 bilanziell treibhausgasneutral sein sollen. Und da hat er jetzt gestern, glaube ich, verkündet, bis 2023. Das klingt natürlich schon ganz toll, aber es geht ja auch über Kompensation. Aber was fehlt ist, dass bis jetzt ist es so, dass für die Kommunen steht drin, die sollen sich daran ein Vorbild nehmen. Warum steht da nur das drin? Weil wenn der Freistaat reinschreiben würde, ihr Kommunen, ihr müsst es, wer muss dann zahlen? Der Freistaat. Und das wäre das Signal gewesen, was es gebraucht hätte. Dass der Freistaat sagt, wir nehmen das Ding jetzt ernst. Klimaschutz, und das kann man auch auf der Bundesebene machen, Klimaschutz wird kommunale Pflichtaufgabe. So wie Schulen, so wie öffentliche Sicherheit, so wie all das, Klimaschutz wird Pflichtaufgabe. Und dann muss der Staat den Kommunen das Geld dafür zur Verfügung stellen. Und dann würde sich was tun, weil aktuell ist Klimaschutz so halbscharig freiwillig. Und dementsprechend steht es immer unter Vorbehalt. Und das kriege ich halt im Stadtrat mit, dass dann abgewägt wird. Und das heißt, ja gut, aber dann hier haben wir die Ausgaben und die Ausgaben und dann kriegt man das Geld für den Klimaschutz nicht zusammen. Oder muss irgendwie, dann heißt es, okay, wenn ihr dafür den Radverkehr was haben wollt, müsste man beim Fußverkehr streichen oder so. Also wird gegeneinander aufgerechnet. Wenn aber, und das wäre das Signal, was jetzt eigentlich von der Landesebene kommen müsste oder noch besser von der Bundesebene, wir haben das jetzt gecheckt, was bedeutet Klimaschutz und Klimawandel Anpassung, das ist das gleiche, das zweite, Anpassung an den Klimawandel, dass man auch sagt, man kann Gebiete, wo Hochwasser droht, wo noch Baurecht drauf ist, kann man aktuell den Leuten das ja nicht, wenn man das verbietet, da zu bauen, dann nimmt man ihnen Baurecht weg und dann nimmt man ihnen Geld weg. Wer alles kann, also die Kommunen, kann das nicht finanzieren. Aber wenn das Pflichtaufgabe ist und der Staat das zahlt, dann muss er vielleicht später einfach nicht mehr die Flutopfer entschädigen, sondern sagen, okay, ich lege das Geld auf den Tisch, du hast das Glück gehabt, du hast jetzt einen Acker, der aber jetzt einfach Hochwasser, den braucht man, damit der überlaufen kann, damit das Wohngebiet daneben nicht überläuft. Also legen wir das Geld auf den Tisch und machen das. Und das ganze Geld, was der Staat jetzt bei Corona in die Hand genommen hat, der hat gezeigt, was machbar ist. Die Flutkatastrophe als Weckruf sehen, das Geld in die Hand nehmen für den Klimaschutz. Spart uns in Zukunft extrem viel Kosten. Jetzt mal ein bisschen aus der Historie, schon seit 1972, ja, also letztendlich wurde eben auf diese Klimathematik hingewiesen, ja, also der Club of Rome hat 72 den ersten Hinweis dahin gebracht. Es sind jetzt nun, denke ich, 50 Jahre und du sprichst immer noch, Alexa, von einem Tanker. Es ist 86 der Brundtland-Bericht, der genau dasselbe wiederum sagte und so kann ich weiter aufzählen, ja. Das heißt, muss immer erst eine Katastrophe wie Corona passieren, dass also wirklich es jeden Einzelnen betrifft, dass wir aufwachen und tatsächlich dann anfangen, dieses notwendige Geld und die Maßnahmen zu treffen, um diesen Klimawandel, den Wissenschaftler schon viele Jahrzehnte vorausgesagt haben, um dann Maßnahmen dagegen zu treffen. Ich glaube, das Problem ist vielleicht ein bisschen geprägt auch durch die Politikwissenschaft, die Mehrheitsfähigkeit. Also das häufigste Problem, was ich einfach erlebe, ist, dass man immer sagt, solange es nicht brennt, muss ich ja nicht reagieren. Also ich war nur bedingt dabei, aber bei dieser FCKW-Frage, da hat man dann erst reagiert, als es wirklich so unmittelbar war, dass man sagt, wenn wir jetzt nicht weiter, wenn wir nicht darauf reagieren, dann sind wir beim Point of No Return und dann war es das, Leute. Und ich habe leider das Gefühl, es ist häufiger so, dass wir quasi warten. Und ich meine, wenn man jetzt auch, weil du Corona angesprochen hast, überlegt, wir haben die Warnung für Gesundheitssystem genauso lang bekommen. Also das sind alles Dinge, wo ich jetzt sage, ja, es gibt die Warnung, die sind auf dem Tisch. Aber das ist halt, glaube ich, dieses Aufwiegen und aktuell ist dieses eher noch sagen, ich kann noch was abschöpfen, noch kann ich es ja machen, noch ist brennt es nicht, also noch brennt die Hütte nicht, warum soll ich jetzt noch was tun? Und ich glaube, es ist gut, dass es immer mehr Personen gibt, die darauf hinweisen und auch wirklich gesellschaftliche AkteurInnen gibt, die sagen, läuft gerade was gewaltig falsch und das ist nicht mehr dieses, okay, wir warten jetzt quasi bis der letzte Wald vor unserer Haustür abgebrannt ist, sondern das ist wirklich dieser Tanker, den die Alexa angesprochen hat, dass da sich jetzt viel mehr bewegt. Also am Anfang war es halt diese wissenschaftliche Logik, die vielleicht auch nicht immer automatisch begreifbar ist, was ich auch selbst erlebe, wenn man quasi dann große Berichte vorträgt, dann ist erstmal schwierig zu vermitteln, was ist der Inhalt, warum ist das so konkret wichtig. Und wenn das aber quasi spürbar und erlebbar wird, dann wird auch klarer, okay, wir müssen jetzt reagieren. Und ich glaube, das ist leider gerade, weil wir diese Katastrophen- und Extremwetterlagen haben, wird spürbarer und es wird aber auch verständlicher und es wird auch für viele Personen sichtbarer, es ist ja gut möglich. Also habt ihr
irgendwo, Alexa, konkrete Beispiele, das auch irgendwo Signalwirkung haben könnte innerhalb in der Kommunalpolitik, wo wir, sagen wir mal, Rücksicht auf dieses Ergebnis des Bundesverfassungsgerichts nehmen innerhalb der Kommunalpolitik? Oder hast du den Eindruck, auch dort ist es noch nicht wirklich angekommen? Liegt es wirklich nur am Geld immer, ja? Liegt es wirklich nur am Unwissen der einzelnen Kommunalpolitiker und so weiter und so fort? Oder gibt es schon konkrete Beispiele innerhalb der Kommunalpolitik, wo man darauf Rücksicht nimmt? In der Stadt Fürstenfeldbruck haben wir ja letztes Jahr bereits wichtige Beschlüsse gefasst, Grundsatzbeschlüsse, also haben uns im Prinzip neue Leitplanken gegeben. Und das eine war wirklich, da ging es eigentlich darum, ob man jetzt Klimanotstand erklären soll oder nicht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, jetzt weil dann manche das Problem mit dem Begriff Notstand hatten, sagen, nein, wir nehmen nur den einen Satz, die große Kreisstadt Fürstenfeldbruck erkennt die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe höchster Priorität an. Den zweiten Beschluss, den wir dann geschafft haben, war tatsächlich uns das Ziel zu setzen, bis 2035 klimaneutral zu sein, also treibhausgasneutral. Das war die zentrale Forderung von Fridays for Future, basierend aus der Wissenschaft von diesem CO2-Budget. Weil die haben im Prinzip das deutsche Budget genommen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt das noch haben und wir teilen das linear, also sagen jedes Jahr gleiche Maß weniger, wo kommen wir dann raus bei 2035? Damit halten wir aber das 1,5 Grad Ziel nicht ein, muss man dazu sagen. Also landen aber mit, glaube ich, 65% Wahrscheinlichkeit unter 2 Grad. Also mit 35% Wahrscheinlichkeit dementsprechend drüber. Also reicht wahrscheinlich auch nicht. Auch ein Beschluss, dass wir den Radverkehr fördern. Und wir haben einen Beschluss, dass wir auf allen städtischen Dächern bei Neubau und Sanierung Photovoltaik drauf tun. Und jetzt hat man auch wirklich da gesehen, dass dann in diesem Jahr auf drei Dächern eben auch eine Photovoltaik nachgerüstet wurde. Und das waren auch wirklich große Dächer, also städtische Dächer. Und da hat man auch dann festgestellt, hoppala, man verdient sogar Geld damit. Also man spart nämlich Stromkosten als Stadt. Und das ist natürlich eine super Vorbildwirkung. Auch, dass die Stadtwerke darauf aufgesprungen sind, dass die Photovoltaikanlagen anbieten. Weil Photovoltaik aus meiner Sicht ist das schnellste Mittel aktuell für Klimaschutz. Und das Beste ist auch noch, man kriegt sogar noch Geld raus. Also machen da in dieser wunderschönen Europäischen Mobilitätswoche jedes Jahr inzwischen mit, was einfach auch mal Lust machen kann auf andere Arten der Fortbewegung als im Auto. Und einfach auch mal was zeigt. Und da merkt man, das Programm wird jedes Jahr spannender, weil auch in der Verwaltung da gute Leute drin sitzen, die das auch als, also diesen Teil der Öffentlichkeitsarbeit dann einfach auch gerne machen und dann pfiffige Ideen haben. Und das gibt es dann dieses Jahr, wird es ein großes Lastenradrennen geben. Da merkt man auch, Lastenräder ist so ein Trend, das merkt man jetzt in Corona, das Schöne mit den exponentiellen Anstiegen. Das ist auch so was, wo ich denke, wir sind halt bei manchen Dingen, beim Klimaschutz, noch am Beginn des exponentiellen Anstiegs, aber da ist Hoffnung da. Genau, also das sind so konkrete Dinge, wo wir dann plötzlich Radwege rot eingefärbt haben. Das war ein langer Kampf, aber ist dann einfach Signalwirkung, weil man der Straße plötzlich ansieht, aha, Gehsteig, Rot für Radverkehr in der Mitte, Fahrbahn. Es wird sichtbarer. Also es tut sich schon was, eben es könnte ein bisschen schneller gehen und es ist viel eben unter diesem, wird viel unter diesem Finanzierungsvorbehalt gesehen. Also mein Beispiel ist, man gibt 1,5 Millionen fürs Defizit des Veranstaltungsforums, also für Kultur aus, für gutes Leben jetzt. Und mein Wunsch wäre, die gleichen 1,5 Millionen in gutes Leben für die nächste Generation auszugeben. So, das freut mich wahnsinnig, auch zu hören, dass hier schon ein gewisses Bewusstsein eingetreten ist, auch im Stadtrat. Vor dem Ja, Verfassungsgerichtsurteil. glaube ich. Aber wie gesagt, wir müssen trotzdem das Bewusstsein Absolut. wesentlich stärker schärfen, ja, und zwar bis in den kleinsten Ritze, sage ich, hinein. Und da denke ich auch, Tobias, das ist auch sicherlich eine Aufgabe von dir im Speziellen, der du ja aktiv bist, ja, sowohl in der Kreisjugend Fürstenfeldbruck als auch eben in der evangelischen Kirche. Gibt es da von dir noch konkrete Beispiele, die man nennen könnte, wie man eben das Bewusstsein auch bei euch noch weiter schärfen kann? Also wir machen es, wie gesagt, sehr aktiv. Also wir erklären auch, warum machen wir das überhaupt. Wir machen jetzt nicht einfach, das ist alternativlos, sondern wir erklären auch, warum. Und überlassen natürlich den Personen schon in ihrem privaten Konsum alles, wo sie Lust drauf haben am Ende. Aber
dann kommt meistens auch ein positives Feedback und die kommt einfach, das ist die Form von, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt oder damit habe ich mich schon auseinandergesetzt, was ja auch eine Bestärkung ist. Also das ist so eine der Sachen, aber auch zum Beispiel zu sagen, dass man Tagungshäuser oder sonst irgendwas wirklich auch bewusst an den ÖPNV so anbindet, dass man nicht am Sonntag nach der Tagung wirklich sagt, naja, schön, gut, dann war es das jetzt. Also wenn ich jetzt nicht 3 Stunden irgendwo hinlaufe, habe ich Probleme. Und da schärft sich auch und bei uns immer mehr ein Bewusstsein, ja, dass man sagt, ja, okay, also lokal haben wir auch viel zu bieten. Warum müssen wir nach, also Franken ist jetzt nicht das Negativbeispiel, sondern eher Spanien oder Griechenland für die Freizeitmaßnahme fahren? Und das verändert sich auch zunehmend, aber das ist quasi da der Luxus, wo dann die Jugend natürlich auch noch sagt, das wollen wir schon noch erleben. Ist jetzt vielleicht nicht das Schlimmste, aber es gibt da auch mehr Tendenzen zu sagen, warum nicht regional? Es gibt doch viel vor Ort zu bieten und definitiv auch die Digitalisierung hat da nochmal einen Schub in Richtung gemacht, auch papierfrei. Also ich kann mich an manche Veranstaltungen noch ganz zu Beginn erinnern, wo man wirklich mit so einem Papierstapel rausgekommen ist. Das hat sich jetzt zum Glück reduziert und wenn man das ja pro Kopf rechnet, ist ja das die Katastrophe. Nicht immer Einzelpersonen, aber man muss ja auf die Gesamtmenge schauen und das sind schon die Sachen, wo ich dann auch merke, ja, es bewegt sich was und ich habe schon das Gefühl, dass sich bei uns im Setting da auch viel verändert. Das Problem ist, und ich glaube, da bin ich ganz bei der Alexa, ist, manchmal hat man so Vorschriften. Also ich erlebe es bei uns beim Kreis Jugendring, das Haus wollen wir eigentlich seit Jahren mal testen. Also mit der Ziel 21 haben wir schon mehrfach Begehungen gemacht. Was können wir denn noch machen? Wo können wir denn noch einsparen? Und Hauptproblem ist einfach, das Haus ist 100 Jahre alt. Also entweder wird, nee, Also. zum Glück nicht, aber es ist gepachtet und damit haben wir keine Wahl. Wir können es ja nicht abreißen. Also muss dann der Eigentümer machen und da steht halt natürlich, nee, die Investition wollen wir nicht tätigen. Also haben wir dann Pech und können immer nur ja, eigentlich Flicken lösen. Ganz langsam bewegt sich auch was und auch gerade für unsere BelegerInnen machen wir es auch so, dass wir zum Beispiel hinweisen, da haben wir regionale Produkte. Also es gibt diesen Einkaufsleitfaden, wo kann man regional einkaufen. Das legen wir auch ganz bewusst dazu und sagen, hey, wenn ihr hier seid, es gibt die Möglichkeit, regional zu kaufen, nutzt die doch gerne. Und auch bei unseren Zuschussrichtlinien sind wir mehr darauf aus zu sagen, da wo wir euch auch unterstützen können als Jugendverband, da tun wir das auch sehr gerne. Und wenn es eben bei Umweltbildung ist oder Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist das auch eine Möglichkeit. Und dann suchen wir im schlimmsten Fall der Fälle gemeinsam einen Geldgeber. Aber wie schaut denn das tatsächlich dann in der Praxis aus? Weil das interessiert mich, wenn zum Beispiel ein neues Bauvorhaben geplant wird, inwieweit wird denn genau bei solchen Dingen dann schon Rücksicht eben auf CO2-Emissionen, auf, sage ich mal, alternative Bauweise, auf ÖPNV, sprich also nicht zu viele Parkplätze und so weiter. Also ich denke, so einen gewissen Checks muss es ja da dann eigentlich Ja, geben. Ja. genau. Und das, was wirklich notwendig ist, ist im Prinzip das, vielleicht sogar noch darüber hinausgehen, nicht nur Bewusstsein, sondern dass Klimaschutz im Rückenmark, also im Autopiloten drin ist. Und zwar insbesondere bei der Verwaltung, da haben sie ganz fitte Leute. Und eben neuerdings eben auch systematisch mit Photovoltaik. Also die sind da, wenn man die machen lässt, kommen spannende Sachen, auch architektonisch spannende Sachen raus. Also auch mit Dachbegrünung. Und das ist einfach, wenn wir 2035 klimaneutral sein wollen, da muss jedes Bauprojekt, was wir jetzt, jedes neue Ding, was wir schaffen, muss von vornherein klimaneutral sein, weil ansonsten wird es ja schlechter. Und wir sind ja jetzt noch nicht klimaneutral, also wir können ja die Situation jetzt nicht noch schlechter machen. Und da hat man eben gemerkt, nein, es ist noch nicht wirklich überall im Autopilot drin. Und das braucht noch was. Und da ist halt auch ein großes Problem, das wir auf verschiedensten Ebenen haben. Es würde leichter gehen, wenn das Führungspersonal, also bei uns Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, auf der Bundesebene, Kanzleramt, ähnliches in Regierungen, wenn es bei denen im Rückenmark ist. Wenn die auch wirklich sagen, es hat wirklich höchste Priorität der Klimaschutz, weil ansonsten können wir uns hier bald, können sich meine Enkel eingraben. Die meisten Politiker, Politikerinnen haben ja Kinder und Enkelkinder, also die Frau Merkel jetzt nicht, aber jetzt unser Oberbürgermeister schon, dass man sagt, nee, ich lebe das jetzt wirklich. Höchste Priorität heißt höchste Eisenbahn. Es ist wie Feuerwehr, wir sind jetzt hier gerade dabei, wir müssen eigentlich löschen. Und so weit sind wir noch nicht. Das ist so die Schattenseite. Was jetzt auch gerade eben hilft, du hast es gesagt, durch diese ganzen, dass man jetzt hautnah teilweise erfährt oder jemanden kennt, der hautnah die negativen Ereignisse des Klimawandels, die in Zukunft einfach häufiger werden, dass man das mitkriegt. Und sei es in Bild und Ton und in Geschichten und man im Prinzip Spenden sammeln muss für Rheinland-Pfalz und nicht für Afrika, sage ich mal, dass es das ganz hautnah ist.
dann hilft es vielleicht auch zu sagen, wir wissen, wofür wir das tun. Weil wir es nicht dafür tun, dass Bangladesch nicht absäuft, sondern wir tun es dafür, dass unsere Kinder und Enkelkinder nicht einen Hitzetod sterben, sage ich mal, unsere alten Großeltern. Und das könnte jetzt, und noch ein letztes dazu, ich glaube halt, dass die, also gerade Anpassung an den Klimawandel, dass man das ja selber eben erlebt, wenn es zu heiß ist und wie schön das ist, wenn man im Biergarten unter einer schattigen Kastanie sitzt oder einem anderen Baum. Das heißt, eigentlich wissen wir ja, was uns gut tut. Mhm. Und jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, merkt, hey, ist eigentlich cool, der eigene Strom. Mhm. Das heißt, oder wenn man im Radl unterwegs ist, kriegt man weniger Erkältungskrankheiten. Das heißt, es gibt eigentlich viele positive Rückkopplungen, sagt man bei mir in den Ingenieurswissenschaften, dass man eigentlich die Sachen, die man für den Klimaschutz tun kann, die jeder selber tun kann, dass die einem was bringen. Dass mehr Bäume, mehr Grün machen doch eigentlich eine Stadt attraktiver. Mhm. Und das ist meine Hoffnung, dass eben der Tank, dass das dann selbstverstärkend ist, dass so wie ja eine Photovoltaikanlage auf einem Dach plötzlich dazu führt, dass die Nachbarn sich das alles auch anschauen und das machen. Und ein Lastenrad vor der Kita dazu führt, dass andere Eltern plötzlich auch ein Lastenrad sich anschaffen, weil sie mitkriegen, dass sie keinen Parkplatz suchen und es tut nicht weh. Und eine bekannte andere Mutter fährt dann auch mit. Und deswegen glaube ich, dieser Schneeballeffekt, der könnte dann kommen, dass wir dann eben jetzt tankermäßig, ist es noch ganz klein, und ich hoffe eben, dass es sich weiter verbreitet mit den positiven Sachen. Ja. Mhm. Dass wir nicht über die Katastrophen gehen müssen, sondern eben über das Angenehme. Tobias, alles, was du gesagt hast, ja, schön. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal auf ein Beispiel zurückkommen. Es war im Juni eine Volksabstimmung in der Schweiz. Da ging es darum, im Prinzip die Emissionen herunterzufahren. Das heißt also, zurückzuführen und vermindert werden. Und ging in die Volksabstimmung und das ist leider abgelehnt worden. Ja, das heißt mit ganz knapper Mehrheit, das heißt ich glaube 51%, wurde es abgelehnt. Und zwei Dinge sind dort aufgefallen. Auf der einen Seite, was für mich noch irgendwo nachvollziehbar ist, ist, dass die Stadt, die großen Städte in der Schweiz alle dafür gestimmt haben, also mehrheitlich dafür waren, aber weder die am Land waren dafür, und jetzt kommt noch etwas ganz Interessantes, auch die Jugend, 18- bis 34-Jährigen, waren leicht mehrheitlich dagegen. Auf was ist das deiner Meinung nach zurückzuführen? Und haben solche Abstimmungsergebnisse dann auch irgendwelche Signalwirkungen auf unser Tun? Also ich glaube, es hat auf jeden Fall eine Signalwirkung auf unser Tun in der Form, dass uns bewusst sein muss, dass wir auch klarer vermitteln, was hat das für Konsequenzen, wenn wir jetzt diesen Luxus beibehalten. Also ich glaube, hätte man in Deutschland die Abstimmung durchgeführt, wäre bei der Altersgruppe nicht das Gleiche, aber vielleicht eine ähnliche Tendenz rausgekommen, dass man zumindest überrascht wäre über das Abstimmungsergebnis von jungen Menschen. Das Hauptproblem, was ich einfach sehe, ist dieses: Ich muss jetzt verzichten, und gerade im jungen Alter ist ja das Geld rar, und das bedeutet ja auch in gewisser Weise Investment, und gerade in der Schweiz ist es halt doch mit hohen Kosten verbunden. Und ich meine, die Erzählungen von irgendwie, ich habe ein Auslandssemester in Neuseeland gemacht und Work and Travel da und alles mögliche, also das sind natürlich schon gerade die attraktiven Dinge, aber es sind auch die Dinge, wo auch wir als Generation oder auch wir als junge Menschen sagen müssen: Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann muss ich auch darauf verzichten, damit ich ja selber auch meine Zukunft damit weiter ermögliche. Also deswegen, ich glaube, es sind zum einen diese Lebenshaltungskosten, die in der Schweiz selber enorm hoch sind, aber ich glaube, es ist auch manchmal ein bisschen die Bequemlichkeit zu sagen, ich muss da auf was verzichten, ich bin doch jetzt jung, ich möchte doch jetzt leben. Also das sind so, glaube ich, zwei Faktoren, aber im Endeffekt ist es doch eine Signalwirkung, einfach zu sagen, ja, Aufklärung und positives Vorleben. Also es ist, glaube ich, nicht nur das Reden, sondern es ist auch dieses aktive Handeln, was wirklich zeigt, ich kann auch ohne große Einschränkungen leben jetzt und damit ein erfülltes Leben haben, indem ich quasi mich trotzdem möglichst klimafreundlich bzw. neutral verhalte. Das positive Vorleben muss von allen gelebt werden. Auf der einen Seite von jedem Einzelnen, aber auf der anderen Seite, und ich komme immer wieder zurück auf die Kommunen, ja, weil wir leben halt in dieser Einheit, ja, und die müssen im Grunde genommen das positiv vorleben, weil dann hat das auch eine Signalwirkung eben auf jeden Einzelnen. Mir ist das letztens nämlich untergekommen in einem süddeutschen Artikel, wo auf eine Studie verwiesen wurde, wo so ein ähnliches Ergebnis war, wo es hieß, ja, die Jungen, die haben weniger eigentlich dafür plädiert, irgendwas einzuschränken als die Älteren.
Und dann habe ich mir die Studie angeschaut und das war ganz interessant, weil das ging es um Kaufen von Secondhand-Sachen, Secondhand-Kleidung ganz konkret. Und dann zitiert man daraus, dass die jungen Leute weniger das Gefühl haben, man muss irgendwas tun, aber in Wirklichkeit tun sie es viel mehr als die Erwachsenen. Wenn da eine kleine Mehrheit sagt, man muss man, oder sagt, ich will mich jetzt aber nicht noch mehr einschränken, als ich mich eh schon gerade einschränke, sollen erstmal die Erwachsenen mal liefern, dann gewinnt das plötzlich eine andere Aussage. Und zurück zu deinem Thema eben Vorbild, das ist tatsächlich so, die Kommune ist ein ganz wichtiges Vorbild und man kann ja auch wirklich sagen, okay, ich gönne mir jetzt mal Luxus von Zeit zu Zeit. Ich will jetzt mal einen ganz anderen Kontinent kennenlernen und da komme ich halt nur mit dem Flugzeug hin. Dann überlege ich mir alles, wie ich das mache, dass es wenigstens möglichst lange ist und dass ich möglichst viel davon habe und dann kompensiere ich das CO2 an einer Stelle, wo man gerade sagt, es wird dann richtig kompensiert. Das heißt, es wird am besten noch in Entwicklungsländern diejenigen, die jetzt schon unter dem Klimawandel besonders leiden oder die unter Naturkatastrophen, da wird das Geld investiert, um dort das CO2 einzusparen. Und dann hat man auch ein ganz anderes Bewusstsein. Ich kam deswegen drauf, weil eben bei uns in der Stadt es noch nicht geschafft wurde, einfach mal zu sagen, wir machen eine CO2-Kompensation für die Dienstreisen. Es wird sehr selten wahrscheinlich geflogen seitens unserer Stadt, der Angestellten oder sowas. Aber da hätte ich jetzt gedacht, da hätte die Stadt einfach schon mal vor einem Jahr drauf kommen können, weil das war eine von der Forderungen von Fridays for Future, die Stadt letztes Jahr übergeben haben, macht so mal CO2-Kompensation der Dienstreisen. Und das, warum macht die Stadt das nicht? Da kann man auch schön Öffentlichkeitsarbeit machen und dann sagen, okay, das ist ein cooles Projekt und dann kommen Leute auf die Idee, dann fliegen sie in Urlaub, aber kompensieren, kostet auch nicht so viel Geld und tun was Gutes. Ich würde euch eigentlich sehr gerne fragen, was würdet ihr jedem Einzelnen noch mitgeben, ja, dass ihm auch klar wird, dass diese Sachen, die im Moment passieren hier auf unserer Welt, ja, dass die definitiv mittelbar oder unmittelbar auch ihn letztendlich betreffen. Und da würde ich gerne einfach noch mal von euch irgendwo ein Statement hören. Was können wir jetzt jedem Einzelnen davon mitgeben? Du Tobias, zuerst, bitte. nachdem ich. Also ich finde, das ist ein ganz starkes Wort Bewusstsein. Und Bewusstsein nicht nur im Sinne von der Kenntnis drüber, sondern auch bewusst konsumieren und bewusst klar machen, was hat mein Konsum für Folgen und was hat auch meine Art und Weise für Folgen, wie ich zu lebe. Also deswegen würde ich sagen, dieses Bewusstsein auch wirklich hochzuleben, quasi in den Autopiloten mit reinzunehmen und zu sagen, okay, ich kaufe jetzt nicht einfach ohne nachzudenken. Ich mache jetzt nicht hier, weil gerade neueste Mode auf den Markt gekommen ist oder weil das neueste Software-Update nicht mehr draufpasst. Schmeiße ich die alte Elektronik über Bord und bringe sie, wenn ich sie schon wegschmeißen muss, zum Beispiel zum Recyceln, dass man auch irgendwie weg von dem linearen Kreislauf zu zirkuläreren Kreisläufen kommt und überlege auch ein bisschen, wo kommt es her? Also bei der Steckdose sind wir, glaube ich, alle weit genug zu wissen, es kommt nicht aus der Steckdose der Strom, sondern da hängt noch mehr hinten dran. Und ich hoffe auch, dass wir das auf alles quasi, auf alle Lieferketten in Bezug auf unseren Konsum hinkriegen, dass wir merken, okay, da sind mehr Zusammenhänge als nur das eine kleine Ding, was vor mir im Supermarkt liegt. Jedem ist jetzt bewusst, dass es einen einfach auch in den nächsten 10 Jahren so richtig heftig erwischen kann mit allem, sei es Dürre oder Starkregen. Das heißt, ja, und davor jetzt nicht erschrecken, dass man jetzt plötzlich das komplett sein Leben umstellen muss, sondern mit irgendeinem kleinen Schritt anfangen, der einem leicht fällt. Und dann feststellen, und zwar mit den Schritten anfangen, die einem dann nochmal Spaß machen und gut tun. Und dann, wenn man sich dann austauscht, weil jeder fängt mit irgendwas an, was ihm besonders leicht fällt. Und die Schwierigen, da fängt dann vielleicht irgendwer anders an. Und der löst dann die Fragen, die man selber dann hat. Also das heißt, man kann sich, sei es, dass der eine immer anfängt zu sagen, okay, ich radel jetzt zum Bäcker. Das kann das eine sein. Also bei mir persönlich war es tatsächlich im Stromsparen. Einfach so diese schaltbaren Steckerleisten. Das ist ja was ganz Minimalistisches. Aber tatsächlich, das war so der Einstieg. Und dann und bei jedem wird es was anderes sein, mit was man anfangen kann. Ein anderer macht halt eine Photovoltaikanlage drauf. Das Bewusstsein aber dafür haben, dass dieses angepasste Leben eigentlich noch schöner sein kann als das jetzige, weil es eben dann bewusster ist und weil man die Dinge mehr wahrnimmt, was für einer tollen Welt wir eigentlich leben. Ja. Ja, und wertschätzt. Also nicht nur Genau. wahrnimmt, sondern auch wertschätzt Ja. wirklich die Leistung dahinter. Die Natur zeigt uns die Grenzen auf. Und wenn man es jetzt ein bisschen provokanter sagt, dann könnte man auch meinen, die Natur schlägt zurück. Ja.
Wir haben wirklich jahrelang unsere Landschaft denaturiert, wir haben unsere Flüsse begradigt, wir haben die Moore trockengelegt, wir haben die Auen trockengelegt. All das sind eigentlich Dinge, die uns zu denken geben. Wir können die Ziele nur global erreichen. Ja? Schritt ist richtig, hier anfangen, Subsidiaritätsprinzip, also kleinsten Einheiten anfangen, aber nie das Globale vergessen. Ja? Dass es teilweise schon Inselstaaten gibt, die wirklich Hilfe schreien und sagen, wir müssen von unserer Insel verlassen. Ja? Das sind dann die zukünftigen Klimaflüchtlinge, müssen ihre Heimat aufgrund des Klimawandels verlassen. In Afrika ist es eben dann die Dürre, dass denen halt ihre Landwirtschaft zusammenbricht. Und dann flüchten die in die Städte und das explodiert dann irgendwann. Und dann Die komplette Sahelzone ist ja quasi Dürre, die hast du überhaupt nicht mehr befruchtbar, die Genau. Nomadie ist. Also das Nomadendasein ist überhaupt nicht möglich mehr, was Ja. früher quasi deren Lebensgrundlage Ja. ist. Also Und was man da aber dann macht, ist, dass man eben dann als Europa eventuell dann Schotten dicht macht. Also mit Hintergrundberichten, die sagen, es gibt eh schon Abmachungen mit Indien, dass man denen, was weiß ich, wie viele Milliarden Geld gibt, damit die eine große Mauer bauen, damit die Leute sich nicht auf den Weg machen. Das ist nicht völlig ausgeschlossen, dass auch wir teilweise hier von hier Deutschland Ja. flüchten, weil eben die Hamburg. Naturkatastrophen, richtig Hamburg, weil die Naturkatastrophen größer werden, weil aber auch die Hitze größer Ja. wird. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Wir sind nicht gewohnt, dass wir 40, 45 Grad Das Hitze ist aushalten. Und dafür, auch selbst wir werden ja. irgendwann möglicherweise in die Lage kommen, dass wir irgendwo anders hinfliegen, vielleicht mehr in die Berge, in höhere Ja. Regionen, wo es noch etwas kühler ist Ja. und so weiter. Also wir sehen immer nur die Flüchtlinge, ob jetzt Kriegsflüchtlinge, ob es jetzt Klimaflüchtlinge sind. Und das Thema, was du ja beschrieben hast, dass sie alle in die zentralen Städte flüchten, aufgrund eben dieser Klimawandel, heißt ja dann auch wieder irgendwann ein Wirtschaftsflüchtling, weil was nutzt mir das, wenn ich in den Städten bin und keine Arbeit und nichts zu Ja. essen habe, ja, und zu trinken habe, dann. Also das ist ein unglaublicher Kreislauf, den man auch irgendwo und die Zusammenhänge dann auch erkennen muss. Wir müssen aufhören, den Schöpfungsauftrag, also dieses Beherrsche die Schöpfung, als Herrschaft zu verstehen, sondern als Schutzauftrag. Und da bewegt sich vieles und da ist auch gerade die junge Generation an TheologInnen bewusst dahinter, dass man sagt, es ist sehr wohl Teil von Jugend und auch kirchlicher Bildungsarbeit zu sagen, wir müssen darauf reagieren, wir müssen auch dort klar machen. Und es geht sogar so weit, dass man es teilweise am Sonntag im Gottesdienst hört. Also woher kommt denn das alles und was hat das denn für Folgen? Es ist ja nicht nur die Menschenrechtsverletzung, es ist ja auch, dass ich kein Trinkwasser in manchen Orten mehr habe, weil ich da irgendwas färbe. Also das sind ja ganz viele Zusammenhänge und da haben wir uns jetzt auch als Jugendverband sehr stark eingebracht und so weit sogar, dass selbst die Gesamtkirche, evangelische zumindest, sich hinter das Lieferkettengesetz gestellt hat und auch hinter das Wirksame. Also nicht nur Lieferkettengesetz, sondern auch, hey Leute, das ist nicht nur hier scheinheilig, sondern das Wirksame steht da wirklich auch bewusst. Du hast etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Also das, was ihr macht, dass ihr eben nur noch verpachtet unter sehr hohen Umweltauflagen. Das wäre doch genau etwas, was ja auch die Kommunen ja vorleben könnten. Und das ist dieses Bewusstsein und dieses vorbildlich sein, wenn die Kommunen auch genau, ja, wo die Kommunen genau etwas vorleben würden. Wir müssten tatsächlich unser Bewusstsein schärfen. Das kam heute schon öfter hervor. Und ich weiß, dass es manch einen Politikern, aber wirklich nur manchen Politikern, ich möchte da nicht alle über den Kamm scheren, lästig ist, dass wir immer wieder vielleicht auf dieses Klimathema hinweisen. Aber es scheint notwendig zu sein. Mir nutzt es nichts, wenn ein Herr, sage ich einmal, zukünftiger möglicher Kanzler dasteht und wir sprechen von sozial verträglich, ja, oder auch in Rheinland-Pfalz die Ministerpräsidentin davon spricht, dass wir vielleicht etwas versäumt haben. Wir müssen ins Tun kommen. Wir müssen jeden Tag ins Tun kommen. Und diesen Appell, mit dem möchte ich gerne abschließen. Bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen. War wie immer spannend. Alexa, Tobias, ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.